Hallo zusammen, Volkswagen und Software, das ist ja das ewige Thema, weil ja Volkswagen wirkliche Probleme hatte mit der Software am Anfang, als ID.3 rausgekommen ist. Ich mit meinem ID.3 Walter damals, am Anfang war es ja ganz schlimm und dann mit 3.0 ging es alles ein bisschen, mit 2.0 auch schon und dann eben 3.2 war meine letzte, hatte ich überhaupt 3.2, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube schon. Aber es war immer so eine Geschichte, Software und Hardware hat nicht wunderbar funktioniert und es gab mega Probleme. Und dann mit der neuen Hardware, die mit ID-Software 4.0 gekommen ist, im ID.7 und jetzt gibt es sie auch in allen anderen Autos, ID.3, 4, 5, Bass und so weiter. Alles mit der neuen Hardware, wo es neue Bildschirme gibt und neue Ganghebel und sowas. Wenn man das hat, gibt es ja die neue Hardware, die viel schneller ist und viel mehr Funktionen unterstützt und die Software dazu funktioniert auch viel besser. Es gibt das Vorheizen der Batterie, Spotify funktioniert jetzt wunderbar. Und es kommen noch andere Dinge, die mit der alten Hardware und der alten Software nicht so möglich sind und vor allem auch langsamer waren. Der Startvorgang ist ja unglaublich schnell jetzt und überhaupt kein Problem mehr. Und ihr wisst, ich besitze ja ein ID.7 Pro Leasing seit 15. Dezember, also seit 7,5 Monate. Und ich habe auch ein Video gemacht mit den Softwarefehlern, die das Auto hat. Und kleine Fehler, nicht mega, so ein bisschen was halt. Jetzt habe ich diesen ID.7 Pro von Volkswagen als Presseauto bekommen. Und der hat die völlig gleiche Hardware, völlig gleiche Software. Es ist nichts anderes außer Interieur und Reifen. Und es hat die Fehler, die Henk hat, mein ID.7, die hat dieser nicht, dafür hat der andere Fehler. Auch wieder nicht die unglaublich größten Fehler der Welt, aber trotzdem etwas, was komisch ist und ich dachte, wir schauen mal da mal durch, dass ihr seht, was eben passieren kann. Ja, ich muss das schnell erwähnen, mit der weißen Farbe im Auto, das sieht schon unglaublich gut aus. Vielleicht hätte ich weiß nehmen sollen. Bei meinem Aquamarin Blau, ich sehe diese Linien hier kaum. Und was am schlimmsten ist, ist das hier. Hier der Kontrast zwischen Weiß und Schwarz, der ist ja unglaublich. Bei mir mit dem Aquamarin, also so dunkelblau zu schwarz, das sieht man ja fast gar nicht. Kein Fehler, aber immer noch nervig ist, dass man das bestätigen muss für die Privatsphäre, wenn man ins Auto kommt, für den Online-Modus. Man kann hier nicht einfach ins Infotainment-System, muss immer auf OK drücken. Übrigens ganz toll, dass der Kilometerstand hier fast gleich ist wie bei meinem Auto. Ich habe so ein kleines bisschen über 15.000 Kilometer. Kleines Update von den Fehlern von Henk. Erster Fehler, großer Fehler war ja die 12-Volt-Batterie, die nach ein paar Tagen immer ein bisschen leer wird und dann geht es Keyless Entry nicht. Ich muss mit dem Schlüssel aufsperren, dann ist die Internetverbindung weg und ich kann die App nicht benutzen. Jetzt im Sommer und meine Frau fährt auch dreimal in der Woche damit und er steht jetzt nicht eine Woche rum. Das Keyless Entry nach zwei Tagen kann sein, dass es nicht wunderbar funktioniert und ich brauche einen Schlüssel. Und Internet kann auch weg sein im Auto, aber die App funktioniert aus irgendeinem Grund. Das ist ganz komisch. Aber es ist auf alle Fälle viel besser im Sommer als im Winter. Weil die Batterie sich nicht so sehr entleert und ich weiß, ich soll das von Volkswagen mal ansehen lassen, aber faul. Nummer zwei war, dass die Internetverbindung ausgefallen ist unterm Fahren, also ganz weg, hat sich nicht mehr verbunden. Das hatte ich in einem ID.4 ein paar Mal und in meinem ID.7 einmal, aber seitdem ist es nicht mehr passiert. Also ich habe immer Internetverbindung, überhaupt kein Problem. Dritte war Spotify. Spotify ist, dass es die Verbindung nicht, obwohl Internetverbindung war, hat einfach aufgehört zu spielen und es hat immer noch, dass jedes Lied eingeblendet wird, also es fängt nicht sofort an zum Spielen, sondern kommt leise und da rein. Das ist ein bisschen nervig. Spotify hatte ein App-Update, aber ich finde jetzt nichts Besonderes anders. Es ist immer noch das Gleiche. Ich merke aber, wenn ich das Infotainment-System neu starte, mit dem An-Aus-Knopf hier lange drücken, dann funktioniert Spotify meistens.
Aber kommen wir zu dem Fehler, den ich bei Henk habe und den es hier in diesem Auto nicht gibt. Und das ist die Massage. Natürlich nichts unglaublich Wichtiges, aber trotzdem. Zwei Fehler. Ein Fehler dachte ich, das wäre einfach eine Einstellung, also jetzt kein Fehler. Und das zweite ein Fehler. Und das zweite war, egal welches Massageprogramm ich auswähle und welche Zeit, ich kann ja hier 10 Minuten bis 30 Minuten auswählen, wenn die Intensität auf 100 auf voll ist, dann nimmt er nicht die Zeit, die ich hier benutzen kann, sondern er massiert in Henk nur eine Minute. Wenn ich die Intensität auf halb stelle, geht die Zeit hier, funktioniert es, aber bei voll nicht. In diesem Auto funktioniert es. Also ich kann hier volle Intensität, egal welche Zeit ich einstelle, er tut das, was hier steht. Funktioniert. Die Einstellungssache, die ich meine, ist die in Henk. Jedes Mal, wenn ich das Massageprogramm starte, entweder am Knopf am Sitz oder auch hier drin im Infotainment-System, ihr nehmt immer das erste Massageprogramm. Und ich dachte, das ist halt normal. Das ist so eine Einstellung wie beim Komfortmodus auch, Fahrmodus, dass der automatisch hier drin ist. Und deswegen jedes Mal, wenn ich mit dem Henk, ich mag nämlich die erste nicht, ich mag gern die Beckenrotation oder Lendenaktivierung, wo er eben unten am Po auch massiert und das mag ich gern. Und ich muss halt jedes Mal umstellen. Und dachte ich, das ist halt so. Aber in diesem Auto nicht. Wenn ich hier die Beckenrotation drin habe, ich habe das Auto stehen für einen Tag, komme wieder rein, schalte es einfach am Sitz an. Es ist wieder genau diese Einstellung vom letzten Mal. Volle Intensität, 30 Minuten und Beckenrotation. Genau das, was ich will. So, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass mit einem Software-Update, dass es bei Henk dann auch funktioniert. Die Meldung, die kommt, diese Funktion ist im Moment nicht verfügbar. Bei Sitzkühlung oder Sitzheizung, wenn man ins Auto steigt und losfährt, dass ich bei Henk habe, das habe ich hier auch, aber es ist wirklich nur die ersten 30, 40 Sekunden, dann funktioniert es. Wenn ich mal einen Gangwechsel mache, dann ist alles da. Es muss irgendwie hochfahren oder was, ich weiß es nicht, aber das kommt hier auch vor. Und dann zu den Fehlern, die dieses Auto hat, die Henk nicht hat. Und es hat zu tun mit Laden. So, wenn ich dieses Auto hier lade, zu Hause mit Wechselstrom, und dann zeigt er mir hier wunderschön an, ich lade mit 10 Kilowatt und es dauert noch 2 Stunden oder was bis zu dem Ladezustand, den du angegeben hast. Was dieses Auto hat, und das habe ich noch nie in einem anderen ID-Auto gesehen, wenn ich Ladelimit 80% eingestellt habe und lade, dann habe ich das jetzt dreimal gehabt und komme in der Früh hin, hat er 83%, nicht 80. Das ist jetzt nicht furchtbar, aber auch komisch. Sehr komisch. Ich stelle Ladelimit 80 ein und er lädt bis 83%. Sehr, sehr komisch. Und das zweite ist, ich habe an einem Tesla Supercharger geladen und es hat alles funktioniert. Er hat geladen. Hier im Cockpit hat er mir angezeigt, du lädst gerade und es dauert noch 20 Minuten oder so. Aber hier in diesem Display hat er das angezeigt, was man jetzt hier sieht. Nichts, dass ich lade, mit welcher Ladepower, dass ich lade. Ich konnte das Laden nicht beenden und ich konnte nicht sehen, wie lange es dauert bis zum Ladelimit. Aber die Reichweite und der Ladezustand ist nach oben gegangen. Wie gesagt, hier drin stand alles, du lädst es noch 20 Minuten und du lädst das. Der grüne Ladekabel hat geblinkt und alles und es hat auch funktioniert, aber hier im Display hat er mir nichts angezeigt. Das hatte ich auch noch nie in einem anderen ID-Auto. Sehr, sehr komisch, sehr interessant, was man alles für Fehlermeldungen bekommen kann. Hier sieht man es, das Auto hat noch ID-Software 4.0 und das hat ja Henk auch. Henk hat 4.01, das wird dieses Auto hier auch haben. Also ich hatte noch kein einziges Over-the-Air-Update. In der Werkstatt wurde 4.01 eben aufgespielt, weil es ein Problem gab, dass die 12-Volt-Batterie leer wurde und das war auch bei mir. Und ich freue mich jetzt, am Dienstag in 2-3 Tagen soll ID.7 Tourer kommen und der hat hoffentlich 5.0 drauf. Das übrigens, wenn das Auto auch in ein normaler ID.7 in den letzten 1-2 Monaten gebaut wurde, sollte eigentlich beim Auslieferungen vom neuen ID.7 auch drauf sein. Vielleicht sogar, wenn es noch neu ist, vielleicht sogar schon höher als 5.0. Aber ich hoffe, dass es 5.0 drauf, dann schauen wir uns das an, was neue Funktionen, was es gibt, ob es andere Probleme gibt und dann die App, weil die App mit 5.0 kann man ja dann zusperren. Ich hoffe, das kann ich testen, obwohl mir das Auto dann ja nicht gehört, ist ja ein Presseauto. Und vielleicht geht sogar das ferngesteuerte Parken mit der App, wir werden es sehen.
Wer mir auf Instagram folgen will, BatteryLife1, und wer den Kanal unterstützen will, es gibt einen Patreon-Link in der Beschreibungsbox, und hier auf YouTube gibt es Kanalmitgliedschaft. Und wenn ihr wissen wollt, was hinter den Kulissen auf diesem Kanal passiert, ich habe noch einen dritten YouTube-Kanal auf Englisch, Behind the Battery. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao.